Nach der funktionellen Massage kommt das Stretching, auch in funktioneller Art und Weise. Und hier nimmst du den Pad-Trigger gegen die Wand. Du schaust, dass das Ende an der Wand tiefer ist als deine Hand. Und während ich jetzt mit der rechten Hand, meiner Schlaghand und dem rechten Fuß stehen bleibe, nähere ich den Rest meines Körpers der Wand an, sodass mein Arm, während ich zur Wand gehe, nach oben gestreckt wird. Ich versuche, meinen Brustkorb zur Wand anzunähern, sodass mein Arm hinter meinem Ohrläppchen gestreckt bleibt. Und die wichtigste Übung zum Stretching ist die letzte, weil wir jetzt die Rotationsebene dazu nehmen. Du nimmst den Pad-Trigger an die Wand, während du unter dem Pad-Trigger stehst und machst einen öffnenden Schritt zur Seite, während du dich einmal mit dem Pad-Trigger in die Wand drückst und mit der freien Hand von der Wand weglöst. So erreichst du eine Öffnung des Brustkorbes, die wiederum tennisspezifisch ist. Schritt zurück und beim Öffnen von der Wand wegschieben und den Pad-Trigger in die Wand drücken. Du willst nicht nur die vordere Kette, sondern auch die seitliche Kette mit mehr Beweglichkeit versorgen. Und dazu positionierst du dich seitlich mit dem Pad-Trigger zur Wand. Meine rechte Hand, genau wie der rechte Fuß, stehen in einer Linie. Und ich mache einen Cross-Schritt mit meinem linken Bein zur Wand und versuche, mein Schulterblatt an die Wand zu bringen. Dabei ziehe ich meine rechte Hand nach oben zur Decke, sodass ich richtig eine Längung nach oben erzeuge, eine Streckung nach oben und so eine seitliche, schöne, runde Kurve an meinem Körper.